So, Sabine, du bist jetzt hier beim Hundescheren vom Ivo. Genau. Und was merkst du gerade? Schon zum dritten Mal da? Ja, der Ivo ist jetzt das dritte Mal da. Das freut mich total, dass die Kunden so viel Vertrauen zu mir haben. Und ja, immer wieder kommen. Mhm. Und das freut mich sehr. Aha. Und welche Art von Schnitt machst du jetzt gerade? Das ist jetzt ein recht klassischer Schnitt. Mhm. Also Ivo ist ein Mischling aus Pudel und ja, den Rest, muss ich gestehen, weiß ich gar nicht. Aber die Dame möchte einfach, dass der Ivo einfach kurz ist und jetzt für den Winter nochmal einmal die Wolle ab. Und ja, braucht man nicht so viel überlegen, das ist das Schöne. Ja, das sieht auch schon ganz rucki-zucki aus hier, wie er das macht. Und ein ganz braver Hund. Das ist das Schöne an Ivo, der ist daran von klein auf gewöhnt und ja, ist halt ein sehr, sehr ruhiger Hund. Das macht die Arbeit natürlich umso leichter. Was bemerkst du gegebenenfalls schon mal auch bei anderen Hunden am Fell? Was fällt dir da oft auf? Was? Oh ja, also am Fell merkt man ja meistens, wie der Hund gefüttert ist. Ja. Und je qualitativer das Futter, desto einfacher auch für mich die Arbeit. Mhm. Weil das Fell einfach nicht stumpf ist, nicht fettig ist. Und also Ivo ist ein sehr, sehr gut ernährter Hund, mhm, und hat ein sehr weiches Fell. Aber ich habe auch viele Kunden, die neu zu mir kommen, die ich anschließend auch wirklich beraten muss auf neue Ernährung, weil man sieht schon, ja, dass das Fell dann sehr, sehr fettig ist, sehr stumpf ist. Mhm. Und was empfiehlst du da besonders gerne? Also ich empfehle den Leuten natürlich immer einen sehr hohen Fleischanteil zu füttern. Ja. Und das ist das Schöne, dass ich da Fettfit gefunden habe. Weil viele Kunden kommen ja auch nicht ständig zu mir. Das heißt, sie kommen maximal zum Scheren und Schneiden und kommen nicht generell in meinen Laden zum Futterkauf. Und Petfit liefert an meine Kunden direkt. Oh, und ja, das ist das Schöne, dass ich das kombinieren kann, kann meine Kunden auf ein sehr gutes Futter beraten und die Kunden bekommen das Futter dann auch noch direkt nach Hause geliefert. Mhm. Ah ja, und dann kannst du dich jedes Mal wieder freuen, die Fortschritte in der Fellpflege, in der Art, dass Allergien und mögliche sonstige Probleme, auch Magen-Darm-Probleme, zu bekämpfen. Das Erstaunliche ist, dass man bei der Umstellung von 2 bis 3 Wochen, also direkt sieht, wie sich das Fell verändert. Ich habe unglaublich viele Allergikerhunde. Und die Allergien kommen aber sehr häufig durch viel zu viel Chemie im Hund, sprich chemische Entwurmung, viel zu viel Impfen und natürlich auch über eine qualitativ schlechte Ernährung. Und nach der Umstellung habe ich wirklich die Resonanz schon nach 2 Wochen, dass sich das Tier komplett verändert. Ob es vom Fell her ist, vom Verhalten her, das ist unglaublich. Und was haben die Kunden davon? Was, das wird denen nach Hause geliefert? Genau, das Schöne ist, dass der Kunde im Prinzip nicht mehr raus muss, um das Futter zu kaufen. Es wird direkt nach Hause geliefert. Und es gibt vor allen Dingen gibt es eine sehr hohe Vielfalt. Also viele Sorten. Der Hund bekommt also wenig im Trockenfutterbereich einfach nur eine Sorte, sondern hat die Möglichkeit zwischen sehr, sehr vielen Menüs, kompletten Menüs, ja, einfach auch eine Abwechslung zu bekommen. Und das ist, finde ich, immer sehr, sehr wichtig. Wir essen schließlich auch nicht jeden Tag, ja, Spaghetti Bolognese, sag ich mal. Ja, das ist ein super Abschlusswort. Vielen Dank, dass ich hier bei dir sein durfte. Und ihr beiden, Ivo und Sabine, bis zum nächsten Mal.